Also wenn ich Herrn Rabbani höre und Herrn Professor höre, dann braucht es die Stromproduzenten nicht mehr. Also die BKW als Stromproduzenten braucht es nicht mehr. Sie müsste in meinen Kurs kommen. Drum wurde ein neuer Bereich, ein eigenständiges Bereich bei der BKW kreiert. Erneuerbare Effizienz heißt das. Und wir befassen uns eben um diese neuen Themen. Wie können wir eben von einem Stromproduzent zu einem Energiedienstleister werden? Es ist halt so, ich möchte ein bisschen Geschichte machen. Es ist zurzeit ein sehr angespanntes Umfeld für die BKW und für alle europäischen Stromproduzenten. Das traditionelle Businessmodell von der Stromproduktion ist gefährdet. Die Liberalisierung, unausgewogene Regulierung, kontinuierliche Regulierungsänderungen führen einfach, dass die Strompreise unter die Produktionskosten sind. Und das ist einfach für uns nicht ertragbar, langfristig. Darum müssen wir uns auch anders positionieren als Energiedienstleister. Wie ein bisschen Geschichte war das erklärt, warum wir und wie wir dahin kommen. Vor über 100 Jahren hat jemand, ein Visionär, in Hagneck ein Wasserkraftwerk gebaut. Man hat dann Kunden mit Strom versorgt durch eine Stromleitung und man hat so eben die Netze gebaut. Natürlich Boom, Atomkraft, das ist die Zukunft, da haben wir auch als BKW mitgemacht, mit dem Bau des Kraftwerks Mühleberg. Dann kam Liberalisierung. Die Liberalisierung hieß einfach, ja, das Hochspannungsnetzwerk muss man in Swissgrid einbringen, das ist nicht mehr eures Geschäft. Und Strom muss man auf den Strommärkten absetzen, also muss man Stromhandel aufbauen, so haben wir Stromhandel aufgebaut. Dann kam erneuerbare Energien, diese Produktionsart musste man fördern. Somit haben wir Windkraft, Biomassenanlagen, PV-Anlagen gebaut. Herr Professor hat Montsoleil erwähnt und vielleicht jemand anderes vorher Juvent. Das ist eigentlich 1990 Montsoleil, wenn man denkt. Da gab es kein KEF. Juvent heute mit 30 Megawatt ist 50% der installierten Leistung in der Schweiz. Wir sind also der größte Windproduzent in der Schweiz. Deutschland hat 33.200 Megawatt installierte Leistung. Nur als Größenordnung. Nebenbei haben wir natürlich auch Dienstleistungen angefangen. Das ging vor allen Dingen um Elektroinstallation, Hochspannungsleitungsinstallation und auch die ersten Contracting, sogenannte Contracting-Modelle, also mit größeren Wärmepumpen, im Einsatz gekommen bei der BKW, das war schon über fast 20 Jahre her. Also das Know-how in diesen verschiedenen Technologien ist reichlich vorhanden. Wir möchten jetzt, also um eine neue Säule aus Dienstleistungen neben Stromproduktion und Netze, wo wir natürlich an unseren Geschäftsmodellen hängen, aufzubauen, möchten wir unsere Kompetenzen nutzen. Und als modernes Energieunternehmen befassen wir uns schon heute mit Daten erfassen, Daten steuern, Daten berechnen auf Großanlagen. Und die Evolution der Technologie bringt heute neue Möglichkeiten, Daten viel günstiger zu erfassen und zu steuern. Dieses zeigt sich in zwei Megatrends, das Industrie 4.0 und auch das Internet of Things. Und unsere Kompetenzen möchten wir eben von den Großanlagen runter skalieren. Und das ergibt uns viele neue Möglichkeiten, neue Dienstleistungen, insbesondere in erneuerbare, also im Energieeffizienzbereich und in Gebäudetechnik einzubringen. Es sind verschiedene Modelle, die wir da angehen. Natürlich als Generalunternehmer, Systemlieferant, Netzintelligenz, Gebäudeintelligenz, Contracting-Modelle erweitern, Energieeffizienzlösungen, Laststeuerung und Speicherlösungen. Also wir sind sehr stark dran. Und wir sind so stark dran, dass wir natürlich sehr viel in Forschung, in umsetzungsnahe Forschung investieren. Das sind über 5 Millionen Schweizer Franken pro Jahr, die wir
investieren in diesbezüglich. Dieses Blatt ist die Roadmap, ist ein internes Dokument. Es zeigt einfach, wie viele Projekte, Produkte und Dienstleistungen wir bei der BKW in den nächsten Jahren planen, die auf den Markt kommen. Das ist in intelligente Gebäude, dezentrale Energie, Infrastruktur und Licht und andere Themen. Also wir sind wirklich sehr, sehr stark dran, uns da versuchen, anders zu positionieren. Und ein gutes Beispiel ist an der Bau- und Holzmesse. Dort fängt es bei uns mit einer Energieberatung und es geht dann natürlich zu Elektro, PV oder Photovoltaik und Wärmelösungen, die wir unseren Kunden anbieten möchten, mit maßgeschneiderten Lösungen. Also wir laden euch alle an unseren Stand aus, das zeigt die neue Ausrichtung der BKW.